So, und da sind wir wieder bei Goodbye. Oh Gott, das war ja richtig gay. Gottes Willen. Ich muss mir hier gerade einen Countdown starten, habe ich natürlich direkt mal vergessen. Folgenanfang ist wieder super. Ein ganz kleiner Moment hier. Start. Ah, ja. There we go. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Und ich rede so komisch. Keine Ahnung warum. Warte mal. Alter, was ist denn das hier? Bitte, Countdown. Danke. Philipp schreibt bestimmt gleich. Aber das werden wir ja sehen. So, letztes Mal haben wir hier die Kinder in, was war denn das nochmal? Teigtaschen eingewickelt und mit Bratensauce übergossen. Und das Schleimmonster scheint Spaß zu haben. Ach ja. Hihi. Gibt's hier noch was? Nein, die Kinder sollen's schön warm haben. Ach, Rufus, du wärst so ein guter Vater. Du bist ja Mom and Dad in einer Person. Oh yeah, Rufus. Oh yeah, aha. Seid ihr auch wirklich eingeschlafen? Ja, na endlich. Jo, funktioniert auch mal super. Kann man auch mal machen, einfach mal Kinder anschreien. Läuft. Pff. Den Fernseher kann man nicht wieder anmachen, ne? Doch, schade. Ach, schade. Na gut, die schlafen. Dann können wir ja jetzt hier mal ein bisschen... Ah, warte mal, wir können doch jetzt in den Pub theoretisch. Oder? Oh, wir haben ja die... Oh. Du tanzt ja immer noch. Ich brauche ja auch immer noch die Kurbel. Ja, aber ist es das wert, sich jetzt zum Affen zu machen? Du könntest mir die 5 Slotti auch einfach geben. Du hast das Geld doch noch, oder? Tja, Moment mal. Rieche ich da etwa Teigtaschen? Ha, Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Jetzt muss ich aber. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Tschüsschen. Oh, Film spielt irgendwas. Okay. Ah, jetzt können wir in den Pub, siehst du? Hallo? Das ist sie. Wer? Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Ach zum so. Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Nukleinsäure. Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Tö, träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Genau, eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. Arschloch, warte mal, wir reden erstmal mit dir. Ah, ein neuer Kunde. Was kann ich für dich tun? Ein neuer Kunde, oh Gott. Ihr redet ja völlig merkwürdig. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Mann, Mann, Mann. Einen Humpen Plörre, bitte. Gerne. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da, wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art, Kredit? Genau. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Deal. Okay. Einen... Gerne. Such dir einfach einen leeren Krug und bedien dich selbst. Okay, das machen wir. Kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? Du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorg das Geld schon irgendwie. Haha, das will ich sehen. 6 Slotti. So viel Geld gibt es hier unten doch gar nicht. Sorry. Nette Kundschaft. Ja, wenn man Freakshows mag. Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Oder nicht? Was?
Nein, das geht auch anders. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Solange ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Ich habe gerade nicht zugehört. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Wofür? Weil es sie aufmuntert. Im Gegenteil. Es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber das ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin nur noch einen Schritt davon entfernt. Willst du vorher was trinken? Gerne. Okay. Ich mach mich da mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Ist völlig out, ich weiß, aber gut. Ich kannte mal einen Gnu, das sah besser aus als du. Unerreichbar. Wie das Motiv. Aber mir wird schon noch was einfallen. Mir fällt gerade auf, das sieht aus wie eins dieser Bilder von dem Psychiater, oder nicht? Hier fehlt was. Meine Erlaubnis. Nein. Ein Krug. Ah ja, hier haben wir einen Krug. Okay, können wir einfach so mitnehmen. Super. Was ist das denn? Suppenrest. Können wir den vielleicht verkaufen? Ich schlage ein Tauschgeschäft vor. Der Preis für die Nukleinsäure ist 6 Slotti. Und damit basta. Verdammte Hacke. Also er will keine Bratensoße. Suppenrest meine ich natürlich. Gib einmal Plörre, bitte. Einmal Plörre. Plörre. Es geht doch nichts über eine frisch gezapfte Marsplörre. Man muss sie aber auch trinken, bevor der Schaum fest wird. Sehr geil. Es geht doch nichts über eine frisch gezapfte Marsplörre. Man muss sie aber auch trinken, bevor... Geil. Mit bayerischen Akzent. Ich feier das. Okay. Pilzplörre, Hormon... Hormonplörre. Können wir die auch trinken? Nö, können wir nicht. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Oh. Warum nicht? Erstens, weil es die Kneipenmoral in nicht tolerablem Maße beeinträchtigt. Und zweitens gab es Beschwerden, dass sich die Wirkung des Getränks in manchen Fällen nur durch chirurgische Eingriffe wieder rückgängig machen ließ. Ganz klar, ich muss mal eben Philipp zurückschreiben. Super. Läuft super. Ich muss das mal ganz kurz erklären. Ich muss die Woche, ich muss da die Folgen ein bisschen kürzer machen, deswegen es tut mir ein bisschen leid, aber ist wie es ist. Ich habe die Woche ein bisschen Urlaub. Das heißt eigentlich nur 3 Tage frei. Und da möchte ich ein bisschen rumreisen, hätte ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Und da muss ich die Folgen jetzt ein bisschen kürzer machen, weil ich noch im Voraus aufnehmen muss und das muss ja alles rauskommen, das muss ich hochladen und alles planen und ich muss die Woche eigentlich auch noch so viel aufnehmen. Sparks Challenge muss ich noch aufnehmen. Ich verquatsch mich auch hier. Einmal Plörre. Plörre? Nachschub. Na endlich. Uah. So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Pilzplörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Ich sehe schon, wir müssen... Jetzt haben wir 2 Krüge. Hier haben wir noch einen dritten. Okay. Haarwuchsplörre? Hey, Finger weg! Das... Warum nicht? Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Okay, was haben wir denn hier eigentlich alles? Mamas selbstgemachte Haarwuchsplörre. Happy Hormone Alcopor.
8-Bit-Burger-Pilzplörre. Okay. 8-Bit-Burger-Pilzplörre. Nur echt mit dem 16-fach getupften Schleimrohrschimmeling. Da bekommt man doch gleich richtig Durst. Auf jeden Fall. Werbetafel? Einfach mal einstecken. Was haben wir denn hier so? Nukleinsäure. Zum Glück scheint... Ich brauche das... Zum Glück... Okay, warte. Plörre. Nein, ehrlich, was sonst? Wir haben keine Einfälle mehr. Habt ihr Ideen? Dann schreibt eine Postkarte an Plörre Company, Katzumbelweg 12, PF 4040. Ich schreibe eine Postkarte. Wenn er weiter nur mit einer Hand jongliert, kriegt er noch einen Haltungsschaden. Hm. Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Hm. Na dran, ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. Dann bist du ja der Erbe des berühmten König Peach-Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren.